Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C# programmieren wir. Und heute kommen wir zu einem anderen Thema, und zwar zum Thema Methoden. Ja? Eigentlich programmieren wir schon die ganze Zeit eine Methode Main. Das fällt uns gar nicht so auf, weil diese Main-Methode praktisch schon für uns angelegt wird. Früher in alten Versionen hat man das explizit schreiben müssen, Main und so weiter. Müssen wir jetzt im Moment nicht mehr. Ja, im Moment, vielleicht ändert sich das wieder. Aber Methoden. Ja, was sind denn Methoden? Methoden sind Sachen, die kommen immer wieder. Also es sind Programmteile, mit deren Hilfe ich mein Programm intelligenter gestalten kann. Nennen wir es so. Ja. Also es gibt praktisch Sachen, die muss ich öfter machen wie einmal. Ja, zum, weiß nicht, eine Eingabe einlesen oder so irgendwas. Das sind Sachen, die programmieren nicht zehnmal irgendwo rein. Das ist doch gescheit, wenn ich jedes Mal an verschiedenen Stellen im Programm das Gleiche machen muss, wäre es doch gescheit, ich schreibe mir einen Programmteil, der das macht, ja? Und dann sage ich nur, hey, da ruf diesen Programmteil auf. Und genau das ist eine Methode. Eine Methode ist ein Programmteil, ja, der losgelöst von den anderen Sachen existiert und der ist jetzt einmal da. Ja? Und dann wird der aufgerufen. Dann sagt irgendwer, ja, passt, jetzt in diesem Moment würde ich gerne das machen, was in dieser Methode programmiert ist. Dann wird die Methode aufgerufen. Und dass eine Methode funktioniert, brauchen wir ein paar verschiedene Sachen. Und das schauen wir uns jetzt an, wie man eine Methode definiert. Und zwar, üblicherweise, ja, ohne jetzt groß auf Erklärungen eingehen zu wollen, schreiben wir vor unserer Methode Static. Ja? Dann kehrt es nämlich zum Typ und nicht zum Objekt. Schau, jetzt habe ich es erklärt, keiner versteht es. Egal, wir schreiben Static hin. Ja? Wir schreiben Static hin. Dann müssen wir der Methode einen Rückgabewert geben. Normalerweise, also es ist einfach der Standardfall, dass eine Methode einen Wert zurückliefert. Ist halt, die liefert ein Ergebnis. Ja, und das Ergebnis braucht einen Datentyp. Und dieser Datentyp, den muss ich da herschreiben. Type. Das kann zum Beispiel int sein. Ja, dann wird eine Ganzzahl zurückgeliefert. Ja, so eine normale Datentyp. Und dann braucht die Methode auch einen Namen. Wenn ich eine Methode irgendwann später aufrufen will, dann kann ich nicht sagen, ich muss sie ja benennen. Ne? Ich muss sagen, diese Methode möchte ich aufrufen. Ja, wie machen wir das im realen Leben, wenn wir in der Klasse sitzen und uns gegenseitig referenzieren? Sage ich auch nicht, zweiter von links, dritter von hinten, ja, sondern sage Namen, einen Namen. Ja. Also ich gebe der Methode einen Namen. Kann ich frei wählen, ja? So ähnlich wie ein Variablenname, eigentlich genau die gleichen Regeln wie beim Variablennamen. Ja? Dann kann ich eine runde Klammer aufmachen. Ja? Es ist oft sinnvoll, wenn ich einer Methode Parameter übergebe. Wenn ich sage, okay, nehmen wir zum Beispiel eine Methode, die zwei Zahlen addiert, dann muss ich der Methode natürlich zwei Zahlen mitgeben. Diese Zahl und diese Zahl addieren bitte. Dann kann die Methode zum Beispiel addiere heißen und der Rückgabewert ist Integer, eine Zahl. Und eine geben tue ich auch was. Ich muss ja irgendwie die zwei Zahlen da reinbringen in die Methode, sonst weiß ich gar nicht, was sie machen soll. Ja? Deswegen kann man da irgendwelche Typen und da hinten sind Parameter. Ja? Parameter 1, ja. Dann kann man einen Beistrich machen und so weiter. Ja. Das ist optional, wie viele Parameter man hier einfügt. Eigentlich sind die Parameter auch optional. Ja. Ich brauche nichts übergeben. Ja. Also das ist immer optional. Zack. Jetzt ist eine Methode definiert mit dem Namen Methode Name, ja, mit dem Rückgabewerttyp. Und dem gebe ich halt ein paar Parameter oder auch nicht. Ja? Und wo programmiere ich es jetzt? Ja? Ich mache wie immer geschwungene Klammern auf und irgendwo eine geschwungene Klammer zu. Ja? Und da dazwischen
Programmierung. Schreibt man recht groß. Der Methode. Fertig. Und üblicherweise gibt es irgendwo ein Return. Und der returnt einen Wert, der vom gleichen Typ ist wie der. Ja? Dann pack ich es aus. Ja? Kann auch irgendwo in der Mitte stehen, ist vollkommen egal. So schaut es aus. Ja? Irgendwo gibt es einen Return, geht es zurück. Ja? Also, das definiert die Methode. Method Name den Wert vom Typ Type zurückliefert. Na, passt. Ja. Die Methode kann mehrere Übergabeparameter von unterschiedlichen Typen bekommen. Ob es die immer bekommt oder nicht, über die Übergabeparameter werden wir noch genauer sprechen. Ja? Aber für uns ist es jetzt einmal so: Das ist die Eingabe, das ist die Ausgabe, irgendwo ein Return und das war's. Ja? Und diese Methode kann ich jetzt aufrufen. Kann ich von irgendwo aufrufen? Wie schaut so ein Aufruf aus? Ja, schauen wir nur auf. Aufruf, das ist die Definition. Schreibe vielleicht auch hin. Definition und Aufruf. Irgendwo in meinem Programm habe ich Typ Variablenname. Ist gleich Initialisierung, ich schreibe jetzt einfach 0 hin, weil das ist ja egal, jetzt sage ich. Variablenname gleich 0. Ja. Das ist irgendwo definiert. Back, 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 back. Irgendwo mitten in meinem Programm rufe ich jetzt auf. Und dann schreibe ich Variablenname. Ist gleich. Dem weise ich jetzt zu, ja, das, was da zurückkommt. Methodenname. Method Name, Klammer auf, ja, und dann nenne ich schon Wert 1 Punkte, 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 Klammer zu, Strichpunkt, fertig. Jetzt habe ich es aufgerufen, gell, und wie gesagt, das ist eigentlich optional. Ja. Wenn ich keinen Wert übergebe, mache ich einfach Klammer auf, Klammer zu. Das ist der Grund, warum man hin und wieder so, was das so. Wieso muss ich da Klammer auf Klammer zuschreiben? Das ist ein Deppert. Ja? Naja, das ist, weil das eine Methode ist, ohne Übergabeparameter und ohne Übergabeparameter gibt die Klammern ja trotzdem. Ja? Gibt es trotzdem. Ja? So schaut das aus. Und da habe ich, was ist denn da? Programmierung habe ich da geschrieben. Ja, jetzt. Ja, egal. Ich habe es erklärt. Das sind Methoden.
So wird eine Methode definiert und so wird dies aufgerufen. Wieder etwas abstrakt. Und wieder werden wir das detaillieren, indem wir uns auf dem Computer ein Beispiel ansehen. Ja, wenn wir eine Methode definieren, eine spezifische Methode, dann wird es hoffentlich klarer, was ich da versucht habe zu vermitteln. Ja, vielleicht ist es bei den einen oder der anderen schon gelungen. Wir werden sehen. Ich danke für dieses Mal auf alle für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.